So, liebe Leute, die komplette Zusammenfassung zu One Piece Kapitel 1129 ist raus. In dem wirklich auch viel passiert. Gerade am Ende ist ein Cliffhanger, auf den ich sehr gespannt bin, denn nächste Woche ist auch keine Pause, es geht direkt weiter. Wir gehen jetzt in dieses Chapter rein. Wir gucken uns mal an, was es mit diesem falschen Sonnengott wirklich auf sich hat. Wer ist das? Warum macht er das alles? Und dazu noch eine interessante Theorie. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo auf den Kanal und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Nächste Woche geht es direkt weiter und das ist nämlich das Interessante. Dieses Chapter ist eigentlich wieder nur ein Aufbau für nächste Woche, denn die kommen raus aus diesem Raum endlich, die Strohhüte. Sie brechen durch und dann ist natürlich die Frage, wo sind sie? Am Ende macht Ruffy noch eine interessante Reaktion auf die Aussicht, die sie haben, nachdem sie da rausbrechen. Deswegen ist das so interessant, wie es nächste Woche weitergeht. Cover Stories immer noch mit Yamato und das Chapter geht direkt in diesem Chaos weiter, wo das letzte geendet hat. Da brennt alles im Raum. Die sind geflüchtet auf der Katze in diesem Diorama wieder und der Sonnengott, dieser Fake-Sonnengott, verfolgt die. Die Leute in der Stadt sehen das auch und brechen natürlich auch in Panik aus. Der Fake-Sonnengott sieht dann auch da diesen Ohrengott, diesen Hasen dort liegen irgendwie im Wald. Das ist nur noch ein Skelett. Und das war wohl irgendwie ein fleischfressender Hase, der eigentlich Glatto-Bunny heißt. Und darüber regt sich der Sonnengott auch auf. Also er ist völlig erzürnt darüber, dass sein gebautes Werk, sein Diorama dort zerstört wurde. Und Ruffy sagt sogar der Katze, auf der sie ja reiten, dass sie lieber Gebäude und sowas meiden soll und die nicht zerstören soll. Sogar darauf nimmt Ruffy jetzt noch Rücksicht so mäßig, nicht zu zerstören. Und Nami merkt sich die Map, die sie ja noch hatte. Und wirft diese weg. Sie hat sich alles gemerkt und erklärt jetzt, wie der Raum aufgebaut ist. Die Wolken sind eigentlich nur Watte, was von der Decke hängt. Und sie sagt, eigentlich müssen wir nur geradeaus laufen, so Richtung Baum. Und wir kriegen dann auch einen guten Überblick nochmal über die gesamte Map, über diesen Raum, wo das Diorama ist. Der Raum wird ja eigentlich als Sonnengott-Tempel genannt, so. Das ist ja dieser Tisch. Und dieser riesige Baum ist wohl irgendwie einfach nur an den Spiegel geklebt. Also es ist wirklich nur so ein kleines Spiegel-Diorama-Ding. Ich frage mich nur wirklich, warum es so echt aussah, als sie da drinnen waren. Und wie doll ist da jetzt wirklich eine Teufelsfrucht noch mit im Spiel. Ey, so langsam glaube ich, dass da vielleicht gar keine Teufelsfrucht im Spiel ist, und sondern dass alles nur mit optischen Täuschungen und kleinen Tricks gemacht wurde, was dann aber wiederum diese ganzen Fehler noch vor zwei Chaptern nicht erklärt. Da waren so viele Fehler in diesem einen Chapter und das sind dann wahrscheinlich dann echte Fehler, die Oda gemacht hat mit seinem Team oder so. Das wäre natürlich ein bisschen sad, aber warten wir erstmal ab. Dann wirft der Sonnengott bei der Verfolgungsjagd ein riesiges Stahlnetz auf die Strohhüte und Sanji und Zoro machen das einfach direkt weg. Easily steht hier sogar. So, und dann erreichen sie endlich die andere Wand der Lego-Nation. So wird es hier beschrieben in den Spoilern. Und Lysop zerstört den Spiegel. Mit einem Angriff der Green Star Skull Bombgrass heißt. Und der Spiegel geht auch kaputt. Die Illusion bricht, aber dahinter ist halt noch eine dicke Wand. Und die bleibt halt noch intakt. Und der Sonnengott bei der Verfolgungsjagd freut sich auch so ein bisschen darüber, dass es jetzt Böse und Helden gibt dort in seiner Miniaturwelt, die er gebaut hat. So, dass es jetzt da so einen kleinen Plot gibt mit denen. Und er will, dass die alle eigentlich nur bleiben und seine lebenden Puppen werden. Wie auch das Chapter heißt. Live Doll. Und es steht hier, dass der Sonnengott, dieser Fake-Sonnengott, hier genauso redet wie die Samurai aus Wano Kuni. Und das ist sehr interessant, denn jetzt sagen einige, okay, warum redet er so? Einige sagen jetzt aufgrund der Aussprache, dass er wie so ein Wano Kuni-Samurai klingt und diesen komischen Mantel hat, dieser Road, der gestreift ist, dass er eventuell diese Person sein kann, die mit Krokus getrunken hat. Finde ich aber kompletter Quatsch. Er ist ja wie gesagt auch ein riesiger Riese. Er soll wohl auch ein bisschen nerdig Otaku-mäßig reden und halt so gewisse Begriffe verwenden. Ich bin gespannt, das ist ein sehr crazy Typ wahrscheinlich, dieser Road. Wir kriegen auch gleich die Enthüllung, wer das genau ist. Er sagt, machtlose Puppen kämpfen um ihr Schicksal. Das ist ja Peak Fiction, sagt er. Er ist zu Tränen gerührt. Er ist richtig in seinem Rollenspielfilm dort und benutzt halt auch so einen Nerd-Begriff. Und das ist schon sehr lustig und geil und so ein bisschen untypisch für Oda, dass es sowas mal hier gibt so. Aber geil. Und dann benutzt Ruffy einen Gear 4-Angriff, wie wir ihn fast noch nie gesehen haben. Und zwar verwandelt er sich nicht zu Gear 4, sondern benutzt nur einen Arm. Ein Arm-Gear 4-Angriff und zwar eine Kong-Gun, was wirklich sehr cool ist so. Dass er nicht komplett wieder seinen ganzen Körper verwandeln muss, nur um einen Angriff zu machen. Und Nami sagt dann, nachdem sie den Sonnengott so reden hört, so zu Lysop, eine Naturkatastrophe ist doch von niemandem der Fehler, oder? Und Lysop sagt nur, ja, Erdbeben, Überflutungen oder halt Blitzeinschläge, da kann niemand was für. Und jetzt will Nami ihn eins auswischen. Vorher kommt aber noch Sanji ins Spiel, das ist auch sehr lustig, denn der weint wohl und stimmt Nami nur zu und wird voll sauer, weil, wie gesagt, dieser Typ ja Nami ausgezogen hat und sie umgezogen hat. Und er sagt nur, er wird ihn in Stücke treten mit seinen Füßen, weil er das halt gemacht hat so. Nami sagt dann, nein, halt die Füße still, Sanji, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Gerechtigkeit wird schon vom Himmel kommen, weil sie halt schon planen.
geplant, da ihren Blitzangriff zu machen. Dann kriegen wir aber den Flashback. Erstmal die Info, wer ist dieser Sonnengott? Was hat es mit dem auf sich? Und die Enthüllung ist schon ein bisschen ernüchternd, muss man sagen, dass er das jetzt ist. Man hätte darauf kommen können, wie gesagt, Tekking, einer der größten englischen One-Piece-YouTubern, hatte ein, zwei Tage vorher, bevor die Spoiler kamen, ein Video gemacht, genau darüber. Und man hätte darauf kommen können, wirklich, anhand nur der Füße. Und dass der halt Navigator war bei Hyrodin. Aber es ist halt so ein irrelevanter Randcharakter, dass ich das nicht gedacht habe. Und ich habe mir sogar noch das Bild angeguckt mit den neuen Riesenkrieger-Piraten, wo der auch drauf war, und habe mit meinen Kollegen im Discord einfach nur gedacht, na Quatsch, oder wird doch nicht den Irrelevanten jetzt hier so, oder die Frau rechts, diese blonde Gerd, wo ich auch erstmal dachte, sie könnte das sein, auch aufgrund der Füße. Aber ich habe auch gedacht, das wird er doch nicht bringen jetzt. Und jetzt hat er es wirklich gebracht. Er ist der Navigator von den neuen Riesenkrieger-Piraten gewesen, von Hyrodin, die erstmal, wie gesagt, bei Buggy diesen Delivery-Service hatten, seine stärksten, das waren seine krassesten Leute so, und die sind dann abgesprungen, weil Hyrodin sich ja dann Ruffy angeschlossen hat. Da war Road aber nicht mit einverstanden und hat sich dann so ein bisschen abgekapselt und macht jetzt sein eigenes Ding. Er wird oft Road genannt, aber wohl im Japanischen auch Rodo. Ich finde, Rodo klingt fast besser, aber wir nennen ihn erstmal Road. Und die große Krähe Mugen hat die Thousand Sunny durch diesen einschläfernden Nebel, durch diesen Fog, durch diesen Schlafnebel gezogen, wodurch sie dann komplett weggenickt sind alle. Und das ist die Erklärung hinter diesem ganzen großen Mysterium. Und man hört auch so ein bisschen raus, dass Road so ein bisschen Ruffy nicht traut. Ein mickriger Mensch. Wir sind doch die Warriors of Elban, die stärksten von der Welt. Er hat doch gar keine Ehre so, weil, wie gesagt, er kennt Ruffy ja gar nicht, hat ihn gar nicht kennengelernt so, und einfach nur Hyrodin, sein Anführer sozusagen, sagt auf einmal, jo, wir gehören jetzt zu ihm. Kann ich auch verstehen so, ohne ihn kennengelernt zu haben, direkt so sich ihm unterordnen, so, dass er dann da vielleicht nicht so zustimmt, aber trotzdem schon sehr komisch. Er findet auch Ruffys Körper sehr schwach, aber dafür Namis umso besser. Man sieht auch, dass Nami und so aufgewacht ist fast, und er hat schnell wieder irgendwelches Schlafgas denen um die Ohren gehauen, damit die wieder weiter schlafen. So, und dann kriegen wir so ein bisschen jetzt wieder die Gegenwart gezeigt. Und Nami als die Navigatorin der Strohhüte macht jetzt Zeus bereit und er wundert sich nur, hä, er kann sich gar nicht daran erinnern, Zeus gesehen zu haben. Eine riesige Gewitterwolke, ein riesiger Blitz, der Road trifft. Der Kampf der Navigatoren, so kann man es nennen. Eigentlich sehr cool, dass wir sowas mal bekommen haben von Nami, dass sie jetzt den mehr oder weniger vernichtet. Er wird doch nicht tot sein oder so, aber zumindest erstmal zurückgeschlagen hat, so als Navigatorin, auch gerade nach diesem Flashback und so. Sehr cool. Es geht auch direkt weiter dann noch. Am Ende des Kapitels sieht man noch Ruffy und er ist traurig. Ruffy sagt, er ist traurig, dass sie jetzt schon so gehen müssen, jetzt schon das Land der Blöcke. Zoro sagt nur, endlich. Sanji freut sich nur, dass der perverse Riese jetzt seine gerechte Strafe bekommen hat. Und Lysop sagt genau das, was ich mir auch denke. Und zwar, er betet und sagt, bitte, ist draußen jetzt Elban, wenn sie die Wand durchschlagen. Und Ruffy schlägt nämlich mit der Gum Gum Kong Gun diese riesige Wand in diesem riesigen Raum durch. Sie springen alle durch die Wand mit der Katze, mit Isgard, der Katze. Ruffy ist am Lächeln, nachdem er gesehen hat, was draußen ist. Und dann sagt er aber noch, oh, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Vielleicht fallen sie jetzt wieder runter. Man kennt's, sie brechen durch die Wand, freuen sich erstmal über den Anblick, aber dann die Realisation. Kein fester Boden, sie fallen erstmal oder irgendwie sowas wahrscheinlich, wer weiß es. Ich wünsche mir auch, dass sie auf Elban sind. Es könnte auch sein, dass sie vielleicht nicht auf Elban sind, irgendwie auf einer kleinen Mini-Insel oder irgendwo. Ich hoffe auch, dass die Sunny dort ist und hoffe einfach, dass der Arc jetzt normal anfängt und dass wir jetzt ein bisschen so wieder Geschwindigkeit aufgebaut bekommen haben. Die letzten drei Chapter waren wir in dieser komischen Lego-Welt, die nicht mal richtig Elban ist. So, ich check, dass da einige Leute sich ein bisschen aufregen oder ein bisschen sagen, ja, okay, toll, ist ein bisschen langweilig gerade. Check ich auch irgendwo. Trotzdem wartet ab oder kocht immer was Leckeres für uns. Und dieser Aufbau, dieses Ganze dort mit Road, mit diesem Lego-Stein, mit der Schlange und der Krähe, das wird schon alles noch seine Relevanz haben und seine Wichtigkeit, dass das irgendwie eingebracht wurde. Ansonsten gibt es Sonntag natürlich den Chapter-Stream. Wir reden über alles nochmal ausgiebig und über allgemeine One-Piece-Fragen, denn wie gesagt, das Chapter ist auch so ein bisschen abgeschlossen jetzt, diese ganzen Fragen. Ich bin erstmal raus, wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein, schauen, tschüss, euer Theo.